Hallihallo an alle, ich bin's wieder und nur ein kurzes Video. Ja, ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, weil ich so viel zu tun habe und ich viel lernen muss. Aber das ist jetzt ein Video ohne viele Effekte, ohne drumherum. Es geht um, ja, wählt die AfD. Ich weiß nicht, wie lange es auf YouTube bleiben wird, weil AfD angeblich die größten Verbrecher im Universum sind. Manche denken, es ist ein Adolf Hitler, aber ich meine, der Polackenschwein hier, der Pole ist total bescheuert, wenn er AfD wählt. Richtig, ne? Richtig, ne? Würde man sagen. Großmutter auch fast von der Gaskammer betroffen, ne? Also, ich wurde ja überlebt, ne? Also nur weil wir gegen blaue Augen, ne? Nur weil ihre Geschichte hat sie mir erzählt, also mein Vater hat das mir erzählt. Zu damaligen Zeiten hat man die Leute Juden abtransportiert, Polen, Polacken, Schweinchen und so weiter und so fort. Leute, die halt gegen das System waren und dann hat man halt die vergast. Meine Großmutter hat sie auch getroffen, also dann wäre ich nicht mehr hier. Und hat Glück gehabt, dreimal hintereinander wurde sie gerettet von einem SS-Offizier. Okay. Da ist dieser Hintergrund, da für alle das klar ist, also dieses Polackenschweinchen mit jüdischen Wurzeln, der ist Motherfucker, der ist total bescheuert, wenn er AfD geht. Aber nein, ich will die AfD aus einem eigenen Aspekt. Ich habe mir das ganze fucking Programm angeschaut, ich habe mir die ganzen Reden, fast mehr als 80% Reden angeschaut und mir ist eins klar geworden. Ich schaue nur, was ich gelernt habe von meinem Dozenten Herrn Schmidt. Schönen Grüße an Sie und von meiner Dozentin, ich glaube von Müller oder wie auch, ich hoffe, ja, das ist nicht mein Ding. Ich schaue auf die Körpersprache, okay? Ich schaue auf die Lippen, alles muss perfekt sein. Wenn es perfekt ist, dann sagen Sie die Wahrheit. In den meisten Fällen lügen Sie weniger als die SPD, CDU, SCU, nee, CDU, CSU, genau, CSU, FDP, Kilimi, Kalimi, Kulimi, die Grünen und die Linken und die Kuli, Kakakakami. Also, die lügen viel weniger, wirklich viel weniger. Und da sage ich mir, okay, die lügen nicht so viel wie die anderen. Was sagen sie jetzt nicht? Kann ich nur herausfinden, wenn, und können wir alle herausfinden, wenn ihr die AfD wählt und 50-60% am besten sie sind und dann ist die Idee dahinter, dass wenn sie an die Macht kommen, ja, dann müssen die natürlich was tun. Die müssen unter Probezeit regieren. Das sollte man überall so einführen. Also nicht nur bei Mitarbeitern und Arbeitnehmern. Ich habe Selbstständige haben das jetzt auch bei manchen Aufträgen auch. Sondern man sollte das überall einführen. Ne? Das wird auch fair. Ein Politiker oder eine Partei hat ein Jahr Zeit, sich zu beweisen und wenn nicht, verliert er sein Amt, beziehungsweise wird er abgewählt. Ne? Eine andere Partei darf das. Aber das gilt dann auch für die andere Partei. Ich glaube nicht, dass die Parteien diese Idee gut finden, weil dann werden sie an den Eiern gezogen, wie man sagt, knallhart Deutsch. Ja, und das bedeutet, dass die Idee deswegen so raffiniert, deutsche Sprache, schwere Sprache, weil die werden, ne? Du musst ein Wort halten, es gibt so eine aus Maus, sowas wie Art. Okay, das ist der Grund, warum ich dann AfD wähle, weil ich sehe, okay, ihre Körpersprache stimmt ein, ihre Gesten stimmen ein und was die Medien sagen, vergleiche ich natürlich, aber die uns in den ersten Jahren sowieso die größten Arschlöcher. Die wollen von Leuten Geld, selbst wenn sie Unfuggebühr, Befreiung haben, melden uns auch, ne? Aber das ist wieder ein anderes Thema und deswegen sage ich mir, hey, alles verglichen, ich hatte ja monatelang, nicht nur jahrelang Zeit und merke, das war doch mal interessant, dass zu sehen, was passiert, wenn die AfD in die Macht kommt. Oder was passiert, wenn sie mehr als 20-22% haben. Ne? Wie würden die Leute darauf reagieren? Wie würden die Luzifer-Medien wieder sein? Die AfD, CDF, Freisat und so weiter und so fort. Ne? Ich weiß nicht, ob ich nämlich jetzt noch zensieren werde, denn wir haben eine Zensurpolitik in Deutschland, die Luzifer-Politik. Und jeder, der seine Meinung sagt, auch wenn sie hardcore ist, wird ja meistens
Kopfschuss, ne? Zensieren. Ja, ich, falls ihr das gemerkt habt, das war es eigentlich von diesem Video. Genau, ich will es nicht lange halten. Ich wurde nur, muss ich sagen, zensiert von meinem Fall. Ne? Da wurde ich zensiert. Ich habe ein Video gesehen, wo ich den Namen ausblenden musste. Ich muss tatsächlich noch zwei Videos bearbeiten, da ich ja eine von Flammen, ne? Ich habe von Flammen bekommen eine Androhung, wenn ich das nicht zensiere, dann gibt es Kopfschuss. Also ich wäre auch nicht blöd, ich leg mich jetzt nicht mit riesengroßen Flammen in einer Diktatur, wo wir leben. Ne? Also daher wählt die AfD, dann kommt die Demokratie wieder rein und Masken werden abgeschafft, der ganze Bullshit. Nein, es gibt Corona, das gibt es, das habe ich schon mal gesagt und sage ich auch in diesem Video, es gab schon vor 20 Jahren Corona. Aber das hat was mit Immunologie und Virologie zu tun und da das Video das nicht erdienen soll, war es das auch von mir aus. Macht's gut, bis dann. Abonniert meinen Kanal nicht vergessen. Ciao.